Wohi, wotsch eigentlich? Zum Ritter Nimmersatt. Was? Du kleiner Pödi wotsch zum edlen Ritter Nimmersatt? Nie im Leben. Der Ritter empfängt niemand. Und ich, sein Koch, schaue dazu, dass er auch von niemandem gestört wird beim Essen. Ja, ist der Ritter dann gerade am Essen? Der Riedli Ritter Nimmersatt ist immer am Essen. Gut, dann gehe ich ihm einen guten Wünsche. Nötig. Du verschwindest jetzt und zwar sofort. Sonst hast du die Bratpfannen auf dem Nackel. Patz, Holzäpfel und Zipfelkappen. Nein, nein, das will ich dann schon lieber nicht. Sonst kommt die am Ende noch eine Bühle über, gross wie eine Wassermelone. In dem Fall, adieu, Herr Schmürzel. Hausantli. Oh, excuse, entschuldigen Sie. Hast du das gesehen, Herr Schmürzelkoch? Was? Da, in dieser Suppe schwimmt ja ein Mistkäfer. Das ist aber nicht wahr. Ein Mistkäfer in meiner feinen, herrlichen Suppe. Hey, so schau doch. Siehst du ihn nicht? Ein gross, mächtiger, dunkelschwarzer, mistiger, käferiger Mistkäfer. Dummes Kogenkabiszeug. Ich sehe nichts. Musst dich halt über den Riesensuppenkessel beugen. Dann siehst du ihn schon zappeln und schwadern, den Käfer. Also tiefer kann ich mich nicht mehr in den Topf beugen, ohne reinzufliegen. Und ich sehe immer noch nichts. Kasper, du gibst mir einen Mist an. Da ist kein Käfer drin. Ho, hoppla! Dafür bist du jetzt drin, Schmürzel. Autsch! Hast du mir die Suppe geschupft? Ganz richtig, jetzt bist du der Mistkäfer. Zieh mich wieder raus. Schnall, ist heiß. Klare, die Suppe muss doch heiß sein. Du jetzt nur schön schmoren in deinem Suppentopf. Geschieht dir ganz recht. Warum hast du deinen armen Knechtsleuten alles Essen weggenommen für deinen gefräßigen Ritter Nimmersatt? Jetzt kannst du es dafür büssen. Ich will's nicht mehr machen, sicher nicht. Der Ritter Nimmersatt hat mich doch gezwungen dazu. Bitte, hol mich zur Suppe aus! Nichts ist nüteri nüt. Du hast dir die Suppe selber eingebrockt. Wie heisst du eigentlich zum Vornamen? Schmürzel? Peter, wieso? Eben siehst du, du hast ja den Rechtnamen. Peterli gehört nämlich in eine Suppe nie. Jetzt kannst du ruhig ein bisschen schmürzeln, Schmürzel. Ich tue den Pfannendeckel auf den Topf und dann haben wir Ruhe vor dir.